Szene 4, Take 3. Ich bin vor 50 Jahren zum Fernsehen gekommen. Und zwar habe ich in einem Tonstudio gearbeitet. Und dann fragte mich ein Kollege, ob ich nicht Lust hätte, auch mal für Filmtonaufnahmen zu machen. Und dann habe ich mich bei der Firma Fingardo Film in Mannheim, eine größere Filmproduktion, beworben. Und dann habe ich den einen Tag mitgemacht. Das hat mich so fasziniert, dass ich dann einen Vertrag unterschrieben habe, erstmal für 3 Monate Probe. Ausbildung war in Stuttgart. Und danach habe ich für diese Firma 40 Jahre für alle Sendeanstalten in Deutschland gearbeitet. Also der Film wurde mit 16 mm Film aufgenommen, mit dem Tonband parallel dazu auf einem Schnürsenkel, also einem ganz normalen Tonband. Und dieses Material, wenn es fertig abgedreht war, wurde von einem Kurier, Pete Neffies, der übernahm das Material nach dem Drehen, steckte es in einen Beutel rein, auf dem zum Beispiel Aktuell stand oder ZDF, und lieferte diesen Beutel dann in Stuttgart beim Kopierwerk ab. Es gab eine Kamera, das war die Tonkamera, das war die SR von Ariflex. Und dann gab es die Stumme. Die Stumme ist deshalb Stumme, weil man, wenn die gedreht wurde, keinen Ton machen konnte, weil die dermaßen laut war. Die hat also ein Geräusch gemacht. Also das war nur für Schnittbilder gedacht, die kleine Kamera. Und die große Kamera war dann für Tonaufzeichnungen mitgedacht. Der Dunkelsack, das war praktisch wie eine Dunkelkammer, muss man sich vorstellen, nur mobil für unterwegs. Und wenn man jetzt die Filmrolle nimmt, die hatte 120 Meter, damit konnte man 11 Minuten drehen, also man musste sehr, sehr gezielt drehen. Und dann wurde dieses Material aus der Kassette von der Kamera im Dunkelsack einmal eingelegt, damit das Material nicht zusätzlich irgendwie Licht von außen bekommt. Und nach dem Drehen wurde die gleiche Kassette natürlich auch ausgelegt und der Film musste wieder im Dunkelsack aus der Kassette raus, in das Schwarzpapier rein und in die Filmdose, und dann erst konnte man das aus dem Dunkelsack rausnehmen und dem Kurier geben. Der Ton wurde auf Band überspielt, auf 16 mm Kordband. Und dann wurde das in den Schnitt gegeben. In Stuttgart waren die Schneideräume. Und das Irrwitzige daran ist, dass es wirklich abends in meiner Sendung war alles. In Bruchsal hat ein Gefängnisinsasse die Gewärter als Geisel genommen, wurde hinten die Türe gesprengt, der GSG 9 ging rein, überwältigte den Mann. Und wir standen davor und haben das alles gedreht. Und da war dann ein Friseurladen sogar. Der Mann war sowieso schon sehr schockiert, weil das GSG 9 sein ganzes Dach besetzt hatte mit Scharfschützen. Jetzt kamen wir als Filmteam noch zu dem Friseur rein und haben gefragt, ob er eventuell einen Raum hätte, weil uns war das Material im Dunkelsack, was auch passieren kann, auseinandergesprungen und die ganzen 120 Meter waren ein Knäuel in dem Dunkelsack. Bei einem Dreh in den französischen Alpen hatte ich mein großes Tonbandgerät dabei, aber auch ein ganz kleines Tonbandgerät. Mit dem konnte man dann leichter zum Beispiel auf Berge rauf, wir mussten auf Mont Blanc rauf und so weiter. Und dann war die Arbeitserleichterung schon groß, weil das Tonband wesentlich kleiner war. Der Nachteil war, abends im Hotel musste ich von dem kleinen Tonband das ganze Material wieder auf das große überspielen. Die Teamarbeit war früher sehr viel intensiver. Man traf sich auch weit vor den Drehs, hat alles genau besprochen. Nach den Drehs ist nicht gleich jeder nach Hause gefahren. Man ist noch in die nächste Kneipe gegangen, hat was gegessen und getrunken. Und deshalb wurden zeitweise trinkfeste Ton- und Kameraleute angefordert. Die 16 mm Filmzeit, die habe ich so etwa 15 Jahre miterlebt. Danach kamen die ersten EB-Geräte, das heißt elektronische Berichterstattungsgeräte. Da gab es auch viele Probleme, weil die Röhren waren sehr empfindlich, auch beim Transport. Wir haben dann extra Kisten gebaut, mit Schaumstoff ausgelegt, wo die Kameras reingesetzt wurden, dass die beim Fahren nicht erschüttert wurden. Trotzdem ist es ab und zu vorgekommen, dass grüne Bilder entstanden, weil eine Röhre irgendwie ausgefallen war oder sonst was ein elektronischer Fehler war. Danach kam die digitale Zeit. Und das war so, dass man praktisch auf DVD-Trägern das Bild aufgenommen hat und den Ton. Das waren dann die Kameras, wo dann einfach eine Scheibe in die Kamera reingelegt wurde. Und man war sofort drehfertig, konnte die Scheibe nach dem Drehen rausnehmen, in den Schneidetisch legen und sofort bearbeiten, was eine riesige Zeitersparnis war natürlich.